Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Wir spielen The Outer Worlds und ich kann schon mal so viel sagen. Es ist eine Art Spiel, die ich, glaube ich, so noch nie hier auf irgendeinem YouTube-Kanal hatte. Es ist gemacht von den Fallout New Vegas-Machern, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Und das ist eigentlich so eine Art Spiel, die ich selten selber gespielt habe. Fallout habe ich auch nicht viel Erfahrung mit, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Das Spiel ist mittlerweile 2 Jahre alt. Wir schauen einfach mal, was uns hier erwartet. Auf der Verpackung steht hinten drauf, willkommen in der Zukunft, versuchen Sie, sie nicht kaputt zu machen. Ich habe irgendwie jetzt das Ziel, die Zukunft kaputt zu machen. Ich weiß nicht, wie schlau das ist, aber naja. Gut, wir gehen auf jeden Fall auf ein neues Spiel. Und ich würde sagen, wir spielen auf normal. Ja, Untertitel, alles hätte ich gerne. Vielen Dank. Deine Inspirationsfertigkeit zu erhöhen, verbessert den Angriffsschaden deiner Begleiter. Mit mehr Entschlossenheit erhalten sie mehr Leben. Okay. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity, with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon Colony. Hundreds of thousands of colonists will have to drift out here forever just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Okay, da gehen wir ganz schnell in die Charaktererstellung. Scheint also, wir sind einer der Kolonisten, die da eingefroren sind. Beziehungsweise die im Kryoschlaf sind. Wir dürfen unsere Attributpunkte verteilen. Wir haben 6 Punkte verbleibend. Und es sind 6 Stück. Also, okay, gucken wir erstmal. Stärke beeinflusst den Schaden von Nahkampfwaffen und deine maximale Traglast. Geschicklichkeit beeinflusst das Angriffstempo von Nahkampfwaffen und die Nachladegeschwindigkeit von Fernkampfwaffen. Intelligenz beeinflusst den Bonusschaden von kritischen Treffern. Wahrnehmung beeinflusst den Bonusschaden von Kopf- und Schwachstellentreffern. Charisma wirkt sich auf deinen Ruf bei Fraktionen und die Fähigkeitsabklingzeiten deiner Begleiter aus. Geisteshaltung verbessert deine natürliche Lebensregeneration. Okay. Achso, und dann betroffene Fähigkeit. Ach du Heilige. Okay, okay, okay. Mal ganz kurz gucken. Must remember not to sneeze near you. Es geht bis sehr hoch. Wir können von unter... I hope you're ready to shoulder a burden, friend. Ja, wir können von unterdurchschnittlich bis sehr, sehr hoch. Also bis sehr hoch. Jetzt hör doch mal auf, mir die ganze Zeit reinzulabern. Okay. Also ich hätte gerne die Geisteshaltung auf jeden Fall auf hoch. Das wäre mir sehr wichtig. Wahrnehmung. Also hier beeinflusst, ne, das beeinflusst auch die Entschlossenheit und Lügen zum Beispiel. Schleichen auch sehr wichtig. Medizin sowieso und Technik. Okay,
Einschüchtern finde ich auch sehr wichtig. Macht das noch irgendwo was anderes? Bei Charisma. Da haben wir aber auch nochmal Lügen und Hacken vor allem. Gehen wir hier auf gut und da auch mal auf gut. Wahrnehmung können wir, glaube ich, einen runtergehen. Dafür kriegen wir einen Punkt. Und dann würde ich bei der Geschicklichkeit nach oben gehen und Intelligenz auf hoch setzen. Ich glaube, das ist eine ganz gute, ein ganz guter Bild, den ich nehmen würde. Bonus auf Kopf- und Schwachstellentreffer 100% gesenkt, so wie es aussieht. Und Kopf und versuchen keinen zusätzlichen Schaden. Alles klar. Also ja, wir machen einfach keinen Schaden auf Schwachstellen. Können wir mal ganz kurz durchgehen. Nahkampfschaden um 10% erhöht und 100 Kilogramm mehr Tragekapazität. 10% mehr Angriffsgeschwindigkeit im Nahkampf und 10% schnelleres Nachladen bei Fernkampfwaffen. 20% kritischer Schaden mehr. Schlechte Fraktionsrufreaktion, minus 10%, das ist gut. Gute Fraktionsrufreaktion, plus 10% Fähigkeitsaufladung von Begleitern, plus 10%. Und hier haben wir 5 Lebensregenerationen pro Sekunde. Das, da sehe ich uns und würde mal sagen, weiter. Ja, Entscheidung, Entscheidung, das ist wichtig. Verfügbare Punkte 2 für... Ach du Heilige. Ich darf aber nur auf diese Hauptattribute, Hauptfertigkeiten geben, okay. Nahkampffertigkeiten verbessern die Chance auf kritische Treffer mit Handwaffen. Jeder Punkt bei Nahkampf erhöht die Fertigkeiten Einhand-Nahkampfwaffen und Zweihand-Nahkampfwaffen bis zum Maximum von 50 Punkten. Ab 50 kannst du dich spezialisieren und Punkte direkt auf Einhand-Nahkampfwaffen unter Zweihand-Nahkampfwaffen verteilen. Fadenkreuzschwanken. Chance auf kritische Treffer. Okay, jetzt nur mal grob drüber geschaut. Ich sehe mich gerade bei Dialog und bei Fernkampf. So ganz spontan. Ohne mir jetzt alles durchzulesen, ehrlich gesagt. Wir gehen weiter. Begabung. Kolonist klang schon wie ein netter Startberuf für eine... Ach hier, nee, unten steht's, Entschuldigung. Wähle die Karrierebegabung, über die dein Charakter verfügt. Jeder Begabung ist ein kleiner Bonus zugeordnet. Die müssen wir jetzt, glaube ich, nicht alle komplett lesen. Ne? Begabungsbonus, Entschlossenheit plus 1. Getränkeeffekt, Dauer, sehe ich jetzt nicht. Blocken plus 1 finde ich gut. Überzeugen plus 1 ist auch gut. Schockschaden erhalten. Minus 3. Technik plus 1 ausweichen. Endstrahlschaden. Nahrungseffektdauer, Korrosionsschaden erhalten, Inspiration, Medizin, Plasma, Wissenschaft und Einhandnahkampfwaffen. Junior-Kassiererin ohne leitende Tätigkeit. Keine Transaktion endet ohne ein Lächeln. Du lebst für das... Katsching deines richtig herum eingelegten Bitmoduls, der Einlösung von Treuepunkten und dem Versprechen eines guten Tags. Schönen Tag noch, komm bald wieder, sind mehr als leere Worte. Sie sind ein Versprechen, eine Standarte, die du in die Grenzregionen tragen wirst. Na, sehe ich mich doch nicht. Obwohl, ich finde halt überzeugen plus eins. Ich wiesel mich gerne mit Gesprächen raus, bevor ich kämpfe, von daher... Nehmen wir das. Ich frage mich nur, warum das alles weiblich... Nee, gar nicht. Lege ich damit das Geschlecht fest? Weil irgendwie... Irgendwie ist alles weiblich, ne? Oder haben die hier vergessen, die... Sternchen zu machen? Egal. Wir gehen weiter. Ah, jetzt. Ich möchte männlich sein. Mein Gesicht. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, versucht man sich selbst nachzubauen oder eher nicht? Ich glaube eher nicht. Ich guck mich einfach ein bisschen um.
versuche annähernd so irgendwie mich zu erwischen. Was jetzt schon komplett daneben geht. Augen horizontal brauche ich nicht, ganz ehrlich. Der Mann sieht sehr jung aus, fällt mir gerade auf. Haare. Okay, erstmal die Farbe anpassen, bitte. Ja, so ein leichter Grünstich. Oder sehe ich mich? Wir gucken mal weiter. Also das war jetzt die 17 gerade. Der ist auch nicht schlecht. Die 23. Obwohl, nee. Das ist gut. 24. Okay, ich nehme die 24. Ja, nicht ganz so buschige Augenbrauen wären ganz cool. Machen wir die so. Dann kriegt er einen Vollbart, bitte. So. Schminke! Unbedingt. Dreck finde ich gut. Damit kriegt man noch mal ein bisschen Alter ins Gesicht. Ja, gefällt mir. Narben. Und hier kann man das Alter noch mal einstellen. Aber viel ändert sich da jetzt vom Aussehen her nicht, oder? Ich mach den mal hier so auf die... ein bisschen über die Mitte. Und dann reicht das schon. Wie heißt du? Nein. Ich sehe jetzt schon, da muss ich pixeln. Ja. Ich bin sehr schlecht mit Namen. Von daher, Alex Stream reicht mir vollkommen aus. So, nochmal die Zusammenfassung. Junior-Kassierer ohne leitende Tätigkeit. Ja, dann let's go. Looks to be your lucky day, my friend. Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Terra 2 Orbitallabor. Helicon System. Status. Structural integrity down 25%. Power levels down. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well,
Not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Okay. Ich bin noch ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Neuwertige Gegenstände glitzern nicht nur, sie verfügen über mehr Haltbarkeit. Okay, Rüstung senkt den Schaden jedes Angriffs, macht Sinn. Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry, I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. I'm... all the colonists are counting on you. Danke, Phineas. Willkommen auf Harlequin. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Ich würde den gern noch ausnehmen, ehrlich gesagt. Okay, wir sind also gelandet und das sieht alles gar nicht mal so schlecht aus. Also mal abgesehen davon, dass hier eine Leiche liegt und so, aber... Okay. Tutorial. Springen. Wenn ich zweimal X drücke. Okay. Mit Kreis ducken wir uns. Da. Was bist du denn? Was seid ihr? Ein Spratt. Oder ein Spread. Wahrscheinlich ein Spread. Okay, mal trotzdem ein bisschen umgucken vorher. Die sind süß. Die werden uns bestimmt noch richtig gefährlich. Okay. Duck dich, um zu schleichen und nicht entdeckt zu werden. Warum wird das jetzt wichtig? Ich möchte das nicht. Adreno. Okay, nehme ich mal alles mit. Was auch immer ihm zugestoßen ist, ich möchte nicht das Gleiche. Benutze beim Schleichen hohes Gras, Felsen oder andere Deckung, um dich vor Gegnern zu verstecken. Du kannst dich so an Feinden vorbeischleichen oder aus besserer Position heraus den Kampf eröffnen. Oh. Scheuer Möter. Okay. Ja, mit Mötern möchte ich mich nicht anlegen.
Die Aufmerksamkeitsbalken über den Köpfen der Feinde zeigen an, ob sie unwissend, misstrauisch, aufgeschreckt oder alarmiert sind. Okay. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Okay. Hallo. You see now, you've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Okay. Wir haben Probleme. Oh Mann, die sind süß. Ich will einen mitnehmen. Damit kann man bestimmt gut Möter ablenken. Dein Leben ist sehr niedrig. Verwende den medizinischen Notfallinhalator, um dich zu heilen. Jede Verwendung des Inhalators braucht eine Dosis Adreno auf. Ah. Okay. Gut zu wissen, auf L1 ist Heilung. Das werde ich mit Sicherheit noch ein paar Mal brauchen. Hi. Hey, you, come here. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stinks. Aber das Beste, was du bekommst, Spacer's Choice, OM Gesetz, das tut weh. Okay. Wir können ihn theoretisch zusammenflicken. Ich frag erstmal. Oh, we're all part of the Spacer's Choice family here. Not that I deserve to be. Can't even deliver a company slogan. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Okay, ja, hier komm. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's Choice doesn't like us accepting outside help. Okay, was hat es mit diesen Plünderern auf sich? Was hast du hier draußen getrieben? Du versteckst dich in einer Höhle und hast den Ausgang blockiert. Du bist so gut wie tot. Nee, komm, erstmal fragen. Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Okay, wir können jetzt überzeugen, lügen oder einschüchtern. Ich habe eine bessere Idee. Gib mir deine Waffe und ich hole Hilfe. Jemand hat illegal sein Schiff gelandet. Ich werde sie für dich zur Strecke bringen. Du bist ein Idiot. Gib mir deine Waffe, bevor du noch drauf gehst. Überzeugen. Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Anti-Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Okay, danke Pelham und ich geh da mal. Und er schießt dich sofort. Angreifen. Das heißt, also ich soll jetzt wirklich auf diese Fässer schießen, oder was? Die hochgehen, wenn ich drauf schieße. Nein, wir erschießen keine Spreads.
Mhm. Kryoschlafkomplikationen erkannt. Taktische Zeitdilatation. Aufgrund von Komplikationen nach einer über die empfohlene Dauer hinausgehende Kryostase verarbeitet dein Gehirn Zeit anders als andere. Mit der Taste taktische Zeitdilatation, TZD, verlangsamt sich die Welt. So kannst du nachdenken, aber auch handeln. Deine Zeit in diesem Modus ist begrenzt. Stillzustehen leert die TZD-Anzeige sehr langsam, während Bewegungen und Angriffe sie schneller verbrauchen. Die TZD-Anzeige füllt sich mit der Zeit wieder auf. Okay. Okay, okay, okay. Plünderer Vandale. Aha. Kann sich doch bestimmt gut von hinten anschleichen, oder? Die sind auch nur zu zweit. Ja, hat ja gut funktioniert. Hilfe! Ah, das... Ich sehe schon, das wird schön. Bin ja überhaupt nicht fürs Schießen gemacht. Ah, okay. Das heißt, mit zweimal X... Alles klar. Waffenverwaltung. C und L Waffensicherheitstraining. Du kannst bis zu 4 Waffen zugleich ausgerüstet haben, indem du zur Waffe gehst und dann den Waffenplatz oben auf den Bildschirm wählst. Auf dieser Seite kannst du außerdem deine Waffen inspizieren, vergleichen, als Schrott markieren oder sie in Teile zerlegen. Spieler mit der Technikfähigkeit, Fertigkeit können hier auch Waffen reparieren. Kümmere dich um deine T und L Waffen, dann kümmern sie sich um deine Feinde. Okay, ausrüsten auf 2, danke. Oh, ich sehe schon. Das wird sehr, sehr viel Zahlenarbeit. Ablegen, austauschen, zerlegen, will ich alles nicht. Aramid Ballistics rettet dir die Haut. Rüstungsverwaltung. Um eine Rüstung oder einen Helm zu tragen, gehe zu dem Gegenstand und wähle ihn dann aus. Du kannst dir auch deine Rüstung verwalten. Zerlege sie, überprüfe sie, vergleiche sie mit anderen Rüstungen. Markiere sie als Schrott oder lass sie fallen. Okay, wir haben die hier. Aktuell an. Die Standardrüstung halt, ne? Spacer's Choice. Ist das gleiche, ne? Okay. Ansonsten haben wir erstmal hier nix. Tagebuch. Verbockt. Das gefällt mir. Und ich sehe uns da schon sehr, sehr viel Missionen drin haben. Bei verbockt. Aktiv setzen, genau. Phineas benötigt deine Hilfe, um Harlequin wieder auf geregelte Bahn zu lenken. Aber du musst dich zuerst um den Transport kümmern und wir haben noch einen Kodex, wo ganz viele Sachen stehen. Die lese ich mir dann aber mal in einem ruhigen Moment durch. An Leichen und in Behältern findest du Gegenstände, die du an dich nehmen kannst. Du kannst einen oder alle davon nehmen. Okay, und mit Dreieck wechseln wir die Waffen. Anzugreifen, gegen den Schadengriff zu blocken. Okay. Moment, wo liegt denn der Typ? Steh ich irgendwo... Ah, hier. Hacken und Schlossknacken. Deine Fertigkeiten im Hacken und Schlossknacken helfen dir, an Orte zu gelangen, an denen du nicht sein solltest. Mit Mac Dietrichen kannst du Schlösser öffnen und Überbrückungskontakte können dir die Herrschaft über verschlüsselte Computersysteme einbringen. Wenn deine Fertigkeit gut genug ist, die Sicherheitsmaßnahmen zu überlisten, erfährst du, wie viele Mac-Dietriche oder Kontakte es braucht und wie lange es dauern wird.
Je höher deine Fertigkeit, desto weniger Gegenstände werden verbraucht und desto schneller bist du am Ziel. Sieht gar nicht gut aus, ne? Gut. Ah, okay. Bananenbüschel ist auch schön. Okay, wir haben 2 von 5. Das heißt, hier liegen wahrscheinlich noch genau so viele rum, wie wir brauchen. Wir können uns auch direkt schlafen legen. Einfach mal alles mit Fischsteaks. Ihr hattet sowas nicht dabei. Zwei fehlen noch. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wo man die herkriegen soll. Ehrlich gesagt. Ich würde das jetzt schon gerne aufmachen. Muss ich ja echt zugeben. Na gut, wir laufen erstmal weiter. Vielleicht gibt es gleich noch irgendwo was, aber... Ah, Waffenrad, okay. Plünderer und du bist wieder ein Ach nee, sind beides Vandalen, Entschuldigung. Aber so richtig sneaky von hinten irgendwie greifen oder so konnte man den jetzt nicht, ne? Alter, der dreht sich gleich um. Natürlich. Nein. Ah. Auf. Aus. Ja, das wird auf jeden Fall noch Spaß machen mit dem Rumgeballer. Weil ich das nämlich richtig gut kann, wie ihr seht. Du hast eine neue Waffe gefunden. Ja, machen wir gleich. Ich dachte, die hätten vielleicht irgendwie noch ein paar Dietriche, aber auch nicht. Schade. Leichte Pistole. Wir haben auch eine leichte Pistole. Das ist, glaube ich, genau dasselbe, ne? Vergleichen kann ich die aber nicht. Naja. Okay. Schaden pro Sekunde 110. Ist es genau die gleiche. Ja, nee, die würde ich dann gerne zerlegen. Glaube ich, ganz hilfreich. Ja, die zerlegen wir auch. Das hier könnte uns was bringen. Rüstung. Viel besser. Viel besser, sieht auch direkt ein bisschen cooler aus, glaube ich. Gut, was haben die sich hier angeguckt? Die standen einfach nur so hier rum, oder was? Okay. Ich glaube, da müssen wir hin. Oh. Lieutenant Mercer und Private Kimball. Sind die jetzt böse oder nicht? Ich bin verwirrt. Kann ich speichern? Ja. Das würde ich sehr gerne tun. Eine Schnellspeicheroption wäre auch ganz cool. Plünderer. Ich weiß jetzt nicht, ob die cool mit uns sind, ne? Ah, okay. Hi.
Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Okay, den würde ich ein saftiges Strafgeld verpassen. Bin nicht beeindruckt. Ich habe einen deiner Kollegen gefunden. Ich. Ja. Really? How is he? Hab ihm mit den Schmerzen geholfen. Nee, wir dürfen ihm nicht helfen. Of course I am. I'm a superior officer. Stands to reason, don't it? Just you watch. I'll cross these marauders off with a swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs, son. Natürlich. Scheut sich das Wachpersonal von Spacer's Choice etwa vor einer Herausforderung? Ich wette, diese Plünderer können dir verraten, wem dieses Schiff gehört. Ich fürchte, da muss ich dir in der nächsten Kundenzufriedenheitsumfrage 0 Punkte geben. Feigling, ich mache es selbst. Nö, hier, einschüchtern. Seriously? But those marauders will... You know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship and file a full report. And it's gonna be fucking laminated. Es wird sogar laminiert. Krass. Ja, und wir müssen selber nicht ran. Das war nice. Sehr gut. Ja, ich nehme mal alles mit. Also, kann ja nicht schaden. Wir nehmen einen Möterschwanz mit, natürlich. Der gute alte Möterschwanz. Ich würde gerne die Waffe wegtun. Aber gut. Du kannst schnell zu freigeschalteten Orten reisen, indem du deine Karte öffnest und den Zielort anwählst. Dankeschön. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Das ist sehr verdächtig, Ada. Smile for my surveillance device, Marauder. I am tracking your every move. Hallo. Okay. Wir müssten nach rechts, das heißt, ich gehe erst nach links. Oh Gott, nach oben geht's auch noch. Ja, es ist ein riesiges Schiff, wie es aussieht. Intruders are not authorized to access the Unreliable's amenities, including the cargo hold's workbench. Marauder, please be informed that ignoring me is dangerous for your health. Okay. Werkbank. Eine deiner Waffen... Achso. Willkommen bei der Krux 2000 Werkbank. Die Werkbank ermöglicht es dir, Waffen und Rüstung zu reparieren, zu verbessern und zu modifizieren, damit sie jederzeit kampfbereit und in bestem Zustand sind. Wähle auf jedem Bildschirm erst die zu bearbeitende Waffe oder Rüstung und dann, was du damit tun möchtest. Sie reparieren, in Teile zerlegen, mit einem Mod verändern oder sie per Tüfteln verbessern. Okay. Zustand ist hier schon runter. Oh, hier, Zustand 5%. Das ist doch bestimmt die Übungswaffe. Achso, Entschuldigung. Reparieren, jetzt. Das ist doch bestimmt die Übungswaffe. Dann können wir unsere aber auch mal hochpushen. Leider nicht. Okay, ja, mit der Menüführung muss ich mich echt noch ein bisschen vertraut machen. Maske haben wir auf jeden Fall jetzt auch, beziehungsweise einen Helm. Möchte ich dann auch gerne auswählen, vielen Dank. Und mit euch, ja, ihr seid halt immer noch das Gleiche, ne? Also zerlegen. Oh, das wird schön, Werte vergleichen und alles. Wurfballschläger? Gegenstandsreparatur.
Es wird von dir erwartet, Firmenausrüstung in gutem Zustand zu halten. Einer deiner Gegenstände braucht Reparatur. Du kannst Waffen und Rüstungen an einer Werkbank reparieren. Ja, das haben wir doch gerade schon. Aber danke. Rüsten wir aber auch aus. Nochmal an die Werkbank. Und dann würde ich gerne reparieren, was wir nicht machen können. Du hast nicht genug Waffenteile. Schade. Sehr, sehr schade. Ja, das können wir aber zerlegen. Und dann können wir das Ding reparieren. Immer noch nicht. Ach so, ja. Nee, ich habe ja gerade eine Rüstung zerlegt. Alles gut. Ich hoffe nur, Ada macht gleich kein Hackfleisch aus uns. Okay, das gefällt mir. Please be advised that using the respecification machine will not make you a better person. Berufliche Kompetenz Respezialisierungsmaschine. Charakterrespezialisierung. Respezialisierung erstattet alle ausgegebenen Fertigkeits- und Vorteilspunkte zurück, dann kannst du sie nochmal ausgeben, aber auf unterschiedliche Weise. Der Preis der Respezialisierung erhöht sich jedes Mal, wenn du die Maschine verwendest. Alles klar. Okay, finde ich cool, dass man sich auch nochmal umentscheiden kann später. Wenn man das denn möchte. Marauder, please be informed that the engine room contains nothing of value. Okay, wo ist der Safe? Marauder. Please be informed, this ship does not possess a working power regulator for you to steal. Hallo Ada. Okay, das heißt, man könnte theoretisch aber auch einen einsetzen und dann wieder durchstarten. Würde ich jetzt mal vermuten. Wie sieht es hier oben aus? All doors are on security lockdown. Nice try, Marauder. Ada ist mir jetzt schon sacksympathisch. Marauder, please be informed, the ship has no crew for you to murder. Ich will doch keine Leute umbringen, also von euch zumindest hier nicht. Okay, hier wurden noch Karten gespielt, auf jeden Fall. Was? Achso. Moment, was hat denn jetzt hier so... Wo bin ich denn jetzt vorbeigelaufen, was so gewackelt hatte? Aber okay. Kühlschrank. Gourmet Saltuna Filet. Filets. Saltuna ist eine Spezialmischung aus Kräutern und Gewürzen. In Öl eingelegt und mit Natrium gefüllt. Okay, nehmen wir mal mit. Ey, da, wir haben was geplündert. Mal wieder. Warum sagt die nichts? Versiegelt. Ja. Gut, dann können wir nach vorn ins Schiff. Da, wo uns der Marker auch die ganze Zeit haben will. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Bist du Ada? Okay. Ja, dann quatschen wir mal eine Runde. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. Und was willst du bitte machen? Dich in die Luft sprengen? Ich bin nicht hier, um irgendwas unrechtmäßig zu entwenden, sagte er, nachdem er das Schiff schon leer gemacht hat mit den Sachen, die noch da waren. Ich mag es nicht, wenn man so mit mir redet. Ja, genau. Was willst du machen? Mich in die Luft dich in die Luft sprengen? Ich
kann nicht laufen. Die ist schon bewusst, dass wir auf festem Boden stehen, oder? Sollte da jetzt was passieren? No. Ich muss den Vogel zum Fliegen bringen. Ist das Hawthorns Schiff? Das macht vielleicht mehr Sinn. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. Ah, Alex. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Ich heiße auch Alex. Zählt. Hawthorne hätte mich hier treffen sollen, als ich gelandet bin. Hawthorne ist tot, tut mir leid. Dein Captain ist jetzt nur noch ein roter Fleck an der Unterseite meiner Rettungskapsel. Ja. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Verstehe. Ich muss Captain Hawthorne sein oder wir kommen hier nicht weg. Okay, aber ich bin nicht Hawthorne. Hawthorne ist tot. I understand. You are speaking metaphorically. You wandered outside this ship and experienced a permanent, life-changing encounter. The old you is dead. Welcome back, Captain Hawthorne. I extend felicitations and congratulations on your life-changing experience. toll, lass uns von hier verschwinden. Du verstehst nicht, ich heiße Alex Stream. Danke, ich glaube ich zumindest. I understand. You are going undercover with an alias. I will update my discretion protocol accordingly. Ah, sehr cool, danke. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Wo soll ich sowas denn finden? Oder ich glaube kaum, dass so ein Teil einfach irgendwo in der Garage rumliegt. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Warte, das Schiff heißt Unreliable? Oh Mann. Ja, Ada, ich hab's verstanden. Danke. Captain Hawthorne von der Unreliable. Gefällt mir. Lass ehrlich diesen Captain Hawthorne-Scheiß. Nee, ich nehm's jetzt vollkommen an. Thank you. I appreciate your cooperation. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Stufenaufstieg 2. Also, ja. Anti-Cleos Management-Training. Fertigkeitsverbesserung. Jedes Mal, wenn du eine Stufe aufsteigst, erhältst du Fertigkeitspunkte, mit denen du deine Fertigkeiten verbessern kannst. Punkte in Kernfertigkeiten, Nahkampf, verbessern alle damit verbundenen spezialisierten Fertigkeiten bis zu einem Maximum von 50. Nach 50 kannst du die Punkte direkt in die spezialisierte Fertigkeiten bis 100 investieren. Jede Fertigkeit verbessert sich mit mehr Punkten, aber alle 20 Punkte erhältst du besondere Freischaltungsboni. Worum genau es sich dabei handelt, steht in den Fertigkeitsbeschreibungen. Rüstung, Verbrauchsgegenstände und Statuseffekte können zeitweise deine Fertigkeiten erhöhen oder senken. Das hilft bei Fertigkeitsproben und den passiven Boni der Fertigkeiten, ändert aber nichts an den Freischaltungen. Arbeite sorgfältig, verbessere dich selbst und auch du kannst den Sprung auf die mittlere Führungsebene schaffen. Du wurdest befördert. Stufenaufstieg. Glückwunsch, du hast genug Erfahrung gesammelt, um eine Stufe aufzusteigen. Öffne dein Charakterregister, um deinen Charakter zu verbessern. Stufenaufstiege erhöhen deine Lebenspunkte. Zudem kannst du Punkte auf deine Fertigkeiten verteilen und jede zweite Stufe einen neuen Vorteil wählen. Weiter so, und du schaffst es im Nu ins obere Management. Okay. Verfügbare Punkte 10. Alles klar. Ja, ich brauche auf jeden Fall mehr Fernkampf. Definitiv. Verteidigung mache ich mal um 2 nach oben. Führung kann, glaube ich, auch nicht schaden. Ich bin ja jetzt auch Captain.
Machen wir auch nochmal zwei. Medizin, also ne, Tech macht dann auch Sinn. Tarnung geben wir auch rein. Nahkampf pushen wir auch mal. Und Dialog. Anwenden. Okay, du hast deine Dialogkampffertigkeit freigeschaltet. Wenn du die richtige wenn du die richtige Art von Gegnern angreifst, werden diese dadurch automatisch mit einem Statuseffekt belegt. Okay. Vorteile auswählen. Willkommen bei der Vorteilsauswahl. Auf diesem Bildschirm kannst du auswählen, welche Vorteile du von deinen Vorteilspunkten kaufst. Alle zwei Stufen erhältst du einen neuen Vorteilspunkt. Du kannst auch im Spielverlauf Vorteilspunkte erhalten, indem du zum Beispiel Schwächen akzeptierst. Mit je 5 neuen Vorteilen wird ein neuer Vorteilsgrad für dich freigeschaltet. Auntie will dein Bestes, damit sie die Beste wird. Okay, Widerstandsfähigkeit. Du bist seit deiner Stasis gesünder geworden. Langsame Welt, Zeit. Achso. Ich möchte dieses Wort. TZD, ja? Ich möchte. Ich möchte nicht das Gesamte aussprechen. Mehr Schaden, wenn allein unterwegs. Okay. Jahrelanger Arena-Time-Gebrauch. Hatte ich Dauerflink gemacht. Oh, wir gehen schneller. Das finde ich auch nicht schlecht. Sprintgeschwindigkeit hoch. Haltbarkeitsverlust. Also runtersetzen finde ich auch gut. Kritische Chance von Begleiter. Grundrüstungswert. Schnellreise trotz Überladung frei. Oh. Ich glaube, wir sind noch nicht so bei der Kapazität angekommen, von daher. Okay. Von Begleitertötung. Ja, schade. Ich glaube, ich würde gerade einfach mal die Grundrüstung hochsetzen. Wo war die denn? Da. Okay. Dann werden wir wieder aus dem Schiff raustreten. Aber erst in der nächsten Folge. Ich muss sagen, ich bin bisher... Also ich muss erstmal reinfinden, ne? Aber es ist interessant. Macht Spaß. Vor allem, wir sind aktuell, hatte ich ja auch schon mal in einem Ankündigungsvideo erzählt, auch im Pen and Paper und so drin. Jetzt mal wirklich mit so ein paar Werten in einem Videospiel rumzuwerfen, ist für mich mal was komplett Neues. Macht Spaß. Und ich meine, hallo, wir sind direkt in der ersten Folge Captain geworden. Es kann nur besser werden. Und wie es weitergeht, wie gesagt, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und ciao.